Was geht ab, Freunde? Euer Seth hier. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zum Investment Friday. Ich habe endlich mal wieder Spieler für euch rausgesucht, in die ihr jetzt investieren könnt und bereits nächste Woche mit hohen Gewinnen verkaufen könnt. Das allerbeste ist, egal ob du 50.000 Münzen oder 5 Millionen Münzen auf der Uhr hast, ich habe für jedes Budget die passenden Investment-Tipps am Start. Wenn du das Format feierst und keine Investment-Tipps mehr verpassen willst, aktiviere jetzt diesen Kanal und abonniere die Glocke. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wir gehen rein, let's go. Ich habe auf Footbin die passenden Investments für euch rausgesucht. Ihr wisst ja, heute Abend, also Freitag, 19 Uhr, kriegen wir den Footies Badge 3 in die Packs und das heißt, wir können wieder gut investieren, weil das Ganze natürlich ja immer nach dem gleichen Muster verläuft. Am Wochenende können wir gut einkaufen, so Freitag, Samstag und dann nächste Woche, so Dienstag, Mittwoch, wenn wieder gute SBCs kommen, können wir unsere Investments mit guten Gewinnen verkaufen. Heißt, das hat jetzt die letzten beiden Wochen schon geklappt und es wird mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit natürlich dann auch wieder in dieser dritten Woche klappen. Sehr, sehr attraktiv finde ich bei den Goldfutterkarten 84er und 85er Spieler. Wir gucken uns einfach mal nochmal einen Preisverlauf an, damit ihr auch wisst, was ich meine. Wir nehmen einfach mal Mertens, der aktuell bei 5.400 Münzen ist. Und wenn wir weiter unten gucken, bei dem Preisverlauf des letzten Monats, sehen wir hier immer, am Wochenende hat er seinen absoluten Tief. Hier sehen wir 4.000 Münzen, 3.200 Münzen am Samstag. Und dann nächste Woche, also zum Mittwoch hin, kommen die passenden SBCs raus und der Mann steigt wieder auf über 4.000 Münzen. Danach droppt er wieder, wir kriegen natürlich donnerstags immer die Rewards und zum Freitag hin ist er wieder bei 3.400 Münzen gewesen, bis er dann wieder Richtung nächster Woche, Richtung Mittwoch sein neues Hoch erreicht hat und fast bei 6.000 Münzen war. Und das seht ihr, das zieht sich von Woche zu Woche durch. Also am Wochenende mal einkaufen und dann spätestens Dienstag, Mittwoch die Karten verkaufen. Aber zu welchen Preisen denn jetzt? Ihr könnt hier schon anfangen einzukaufen. Wir werden die Karten wahrscheinlich heute Abend bzw. am Samstag bei den 84ern Richtung 5.000 Münzen jeden Spieler hier sehen. Hier würde ich also noch etwas warten mit dem Einkaufen. Sobald die ungefähr für 5.000 Münzen auf dem Transfermarkt verfügbar sind, könnt ihr hier auf jeden Fall reingehen. Bei den 85ern könnt ihr auf jeden Fall schon anfangen zu investieren. Ihr könnt auf jeden Fall diese Spieler, die unter 8k sind, schon mal mitnehmen. Nur in euer Sabal auf jeden Fall 3, 4, 5 Mal mitnehmen. Das ist eine gute Karte, die oft in SBCs verbaut wird und auch dementsprechend gut steigt. Und alle Karten, die unter 8k sind, einpacken, die anderen Karten noch ein bisschen warten und sobald die ungefähr 8.000 Münzen kosten, die auch einmal mit in den Verein packen. Ihr könnt ja auf jeden Fall einen Clubstock mit SBC-Futter machen, sprich jede Karte einmal in den Verein mitnehmen. Aber auch im Informbereich können wir jetzt hier schon clever investieren. Wir gucken uns einfach mal hier 85er und 86er Informs an und wenn wir hier den Acerbi einmal anschauen, kriegst du den gerade für 20.500 Münzen. Der nächste Inform in dem Ratingbereich ist Quadrado und kostet schon 5.000 Münzen mehr. Heißt, einen Acerbi könnt ihr euch jetzt schon 2-3 Mal als Clubstock mitnehmen für unter 21.000 Münzen. Das gleiche Prinzip auch bei den 86er Informs. Einen Hofmann, einen Shaw und einen Thielemans könnt ihr euch für unter 21.000 Münzen 2-3 Mal in den Verein packen. Ihr seht auch hier, der nächste Inform ist Fekir mit 25.000 Münzen. Also mit diesen Spielern, wenn ihr euch die 2-3 Mal mitnehmt, macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Ich habe noch 3 weitere Spieler für euch rausgesucht, in die ihr gut investieren könnt. Zum Beispiel einen Koke für ungefähr 11.000 Münzen ist auch eine Karte mit extremen Preisschwankungen, wie man hier sieht. Einfach, weil er auf seiner Position mit diesen Parametern sehr, sehr selten ist und dass es da wenig Alternativen gibt. Heißt, er wird oft für SBCs gebraucht. Den für 11.000 Münzen 2-3 Mal mitnehmen, gar kein Problem. Könnt ihr im Laufe nächster Woche mit Sicherheit auch mit guten Gewinnen wieder auscashen. Das gleiche bei Cavachal. Das ist gerade bei ungefähr 12.000 Münzen, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Haltet hier den Preisverlauf im Blick. Der sollte eigentlich heute Abend bzw. Samstag auch nochmal Richtung 11k zu bekommen sein. Sobald ihr seht, dass der Mann für 11.000 Münzen auf dem Verein ist, könnt ihr euch doch den ein paar Mal mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich nochmal 2 84er für euch, die auch sehr, sehr häufig für SBCs gebraucht werden. Zum einen ist es der gute De Gea. Den Mann, wenn ihr den für unter 6.000 Münzen seht, packt ihn euch ein paar Mal in den Verein ein. Ihr seht hier den Preisverlauf der letzten 3 Monate. Der Mann hat extreme Preisschwankungen und geht auch gerne mal auf 7.000 oder 8.000 Münzen hoch. Das gleiche bei Piqué. Den könnt ihr jetzt schon anfangen einzukaufen. Der ist bei unter 6.000 Münzen. Nehmt euch den 2-3 Mal mit. Macht ihr nichts mit verkehrt, genauso wie mit den anderen Investments, die ich euch gerade genannt habe.
Wenn ihr wirklich einen Klappstock aus Futter macht, ein paar Informs mitnehmt, ein paar von den Spielern, die ich euch jetzt hier noch explizit gezeigt habe, dann müsst ihr einfach nur geduldig sein. Dann nächsten Dienstag bzw. Mittwoch werden wieder richtig gute SBCs rauskommen mit einem hohen Rating, wo diese Karten gebraucht werden. Und ihr könnt die Karten mit guten Gewinnen verkaufen. Da müsst ihr natürlich dann auch den SBC-Content ein bisschen im Auge behalten. Sprich, um 19 Uhr mal abchecken, was rausgekommen ist und dann die Preisverläufe real auf dem Transfermarkt im Auge behalten. Und wenn ihr mit dem Gewinn zufrieden seid, verkaufen. Verkauft aber, egal was passiert, spätestens Mittwochabend, weil ab Donnerstag kriegen wir natürlich wieder Supply, das heißt die Karten fangen wieder an zu fallen und wir wollen ja am nächsten Freitag auch wieder investieren. Da wird es dann auch wieder das nächste Video geben. Ihr seht also, es ist aktuell extrem einfach, Woche für Woche seine Coins zu vermehren. Wenn ihr Fragen zu den Investments haben solltet, gerne in die Kommentare, damit ich beantworte alle Fragen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Investment-Video wieder. Bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund, viel Spaß beim Investieren. Bis zum nächsten Mal, euer Seth.